was uns wichtig ist, ist die Begeisterungsfähigkeit, ist die Teamfähigkeit der zukünftigen Lehrlinge und dass sie ihren Beruf wirklich ausüben wollen. Also diese glänzenden Augen wollen wir sehen. Ja, ich glaube, dass für jeden Buben im jungen Alter die Technik extrem spannend ist, gerade mit der Motorentechnik, Mobilschrauben, Autoschrauben, wenn man sein eigenes Auto dann hat, soll man mit umbasteln. Und ja, ich habe mein Hobby sozusagen zum Beruf gemacht. Besonders gefällt mir bei der Rotax, dass auf uns Lehrlinge so geschaut wird. Wir haben nicht nur sehr viel Praxisunterricht, sondern wir haben auch Theorieunterricht. Wir kriegen von überall eine perfekte Ausbildung, egal ob es jetzt Grundlehrgänge wie Fräsen, Feilen oder Drehen ist. Oder auch dann in die zweiten, dritten Lehrjahre weiter Motorentechnik. Da kriegen wir super Ausbildungen, wir haben Schulungen darüber und werden top informiert, dass wir dann super ins Berufsleben starten können. Da kann man auch schnuppern bei uns, 2 bis 3 Tage, um einmal zu schauen, ob der Lehrberuf, den man ergreifen will, auch wirklich der ist, den man dann ausüben möchte. Wir haben jedes Jahr so Autotrainings, da muss man so miteinander leben, miteinander arbeiten und so verstärken. Die Rotax schaut halt auch, dass wir uns gesund ernähren. Einmal in der Woche darf man ins Fitnessstudio gehen, die uns gezahlt wird. Unsere Lehrlinge haben die Möglichkeit, die Englisch-Matura abzuschließen und im Anschluss daran überhaupt die gesamte Matura zu machen und dann auch auf Fachhochschulen oder Universitäten weiter zu studieren. Ja, es ist sehr interessant, dass zum Beispiel, dass wir gerade einen Praktikanten da haben aus Australien. Es ist wieder eine ganz neue Erfahrung, weil man da schon Englisch reden muss mit ihm, weil anders können wir sie nicht verständigen. Und ja, es ist sehr international. Mittlerweile haben wir über 20% Mädchen als Lehrlinge beschäftigt, was uns sehr stolz macht. Die meisten lassen die Mädchen nicht so zu, aber die Rotax schaut halt auch drauf, dass die Mädchen genauso drauf kommen wie die Burschen. Wir dürfen genauso auf den Maschinen stehen und da gibt es keine Bevorzugungen oder Nachteile. Eine Besonderheit ist zum Beispiel auch noch, dass wir schon bei den Motoren arbeiten dürfen, die dann auch schon rauskommen in die Produktion. Und da werden wir sozusagen dann schon, haben wir halt auch schon kleine Einblicke, wie das so alles funktioniert. Ich bin extrem froh, dass ich in so einer Firma untergekommen bin, weil es einfach eine international anerkannte Firma ist und extrem gute, leistungsstarke Motoren herstellt.